Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout Shelter hier mit euch auf YouTube und meinem Chat im Stream. Wir haben uns heute hier versammelt, um für euch eine gute Folge zu präsentieren. Max Obern sagt gerade, es ist möglich, den ersten Fahrstuhl zu löschen. Tatsächlich habe ich das schon mal gemacht. Und zwar vor einem Monat circa habe ich mal das Tutorial. Das ist doch nicht wahr! Ich habe gerade die Folge angefangen! Chillig bleiben. So. ich habe vor einem Monat circa eine neue Vault erstellt. Man kann ja das Tutorial überspringen. Und somit hat man die Möglichkeit, alle Gebäude wegzunehmen und tatsächlich auch den Fahrstuhl wieder wegzunehmen. Das Problem ist nur, wenn du erstmal, oh Gott, nicht sterben, zu spät. Wenn du erstmal diesen Fahrstuhl entfernt hast und eine gewisse Anzahl an Leuten hast, also mehr als zwei, du darfst nicht mehr Leute als zwei, mehr als zwei Leute aktiv in der Vault haben. Wenn du das hast, dann kannst du halt nie wieder den Raum entfernen, der da angegrenzt ist. Nie wieder. Und somit habe ich mir quasi 8 Stunden Spielzeit weggeworfen, weil ich den Fahrstuhl weggenommen habe. Und ich konnte einfach nicht mehr dieses Gebäude, was da anhing, wegmachen. Weil es einfach nicht funktionierte. Das ist das Problem. Weil es ist halt so, tatsächlich, ich zeige das Ganze mit der Maus. Wenn dieser Fahrstuhl weg ist, ist das Gebäude halt da angelehnt. So. Das heißt, die einzige Möglichkeit, runterzugehen, ist nach diesem Gebäude. Das bedeutet, der einzige Fahrstuhl ist hier. Du kannst keine anderen weiteren Gebäude bauen, um die Bewohner dort aufzubewahren. Das heißt, sagen wir, du hast 28 Bewohner. Findest du aus, kannst nie wieder den Fahrstuhl dahin backen. Weil du hast 25 Leute, die du rausschicken kannst. Und wenn du 28 Leute hast, dann hast du verloren. Du kannst den Fahrstuhl nie wieder dahin tun. Und das war ein bisschen blöd. Also ich kann euch nur raten, hey, Spomi hat's wieder überlebt. Guckt euch an, Spomi wird immer härter. Ah! Ich kann es euch nicht empfehlen, diesen Fahrstuhl wegzunehmen. Es ist sehr, sehr nervig. So. The Optimus möchte gerne Ödländer werden. Das können wir dir gerne organisieren. Ach ja, das stimmt, die ganzen Leute sind noch tot, ne? So. Da gehörst du hin, das ist gut. Wir haben. Er hat eigentlich gute Werte. Spomi haben wir da. Nugget. So, jetzt speziell einen mit guten Werten aus der Frei ist, wie zum Beispiel diese Person. Und diese Person darfst du dann werden. Und wir gucken mal, ob das jetzt passt. Wenn du Ödländer bist, ist das Ding, du brauchst höchstwahrscheinlich eine kleine Zahl. Das heißt irgendwie die 8 oder so. Ich weiß nicht, ob die 8 frei ist. Ich mache jetzt einfach nur als Platzhalter die 8. Weil ein Ödländer hat immer eine Zahl davor. So. The Optimus. The Optimus. LP. So. Sieht doch alles vernünftig aus. Das Ding ist, das ist noch in Ordnung. So kann man es eingeben, aber sobald man auf Enter drückt, kann es sein, dass ein, zwei Buchstaben verschwinden. Ha! Hast du Glück gehabt, war nicht so lang. Sehr schön. Ich glaube, Niklas hatte sogar noch einen längeren Namen als du. Ich glaube, Niklas hatte sogar einen längeren Namen als du. Gut, dann haben wir einen Ödländer, der natürlich da nicht hingehört. Dann kommen wir mit. Was musst du dringend trainieren? E. Haben wir bei E noch Platz? Sieht nicht so aus. Dann trainier doch P. P hast du so gut wie gar nicht. Dann kannst du das gerne machen, P. Haben wir hier jemanden maximiert? 40 Minuten ist schon mal gut. Ha! Du bist überflüssig, mein Freund. Silux. Ziemlich überflüssig. So, also nicht in der Wall, sondern da, wo du warst. Hoch, 9 Minuten. Ich bin begeistert, Marlon. Charisma. Wow, der hat Charisma voll. Wow. Ist das nicht schön? So, dann haben wir hier noch auf jeden Fall Niklas.
Ja, Niklas hat einen längeren Arm als du. Big Bronx, das ist natürlich ein bisschen ungünstig, wenn er so eine Endlosschleife ist. Aber ich glaube, die können die eigentlich auf... Nee. Die können doch nicht auf Gebäude übergreifen, die bereits infiziert waren, glaube ich, oder? Oder? Sagt ihr es mir? Ich weiß es nämlich nicht. So, wir müssen noch ein paar Leute wiederbeleben, sonst ist es ein bisschen blöd, wenn wir das nächste Mal aufnehmen, dass wir keine Leute haben. So, der Killer. 1939. Traurig. Carina. Oh, 1000. Carina. Wie lange bist du gelaufen? 2 Tage, 4 Stunden. Du bringst mir 1000 Kronkorken. Was soll denn das? Wieso? Was soll denn das? Du hast nicht mehr viele Waffen mitgebracht. Hä? Es ist mir ein Rätsel, Leute. Ich suche sie sogar schon nach einem Hotel. 1000 Kronkorken. Vielleicht ist sie jetzt erst Level 50 gekommen. Hm. Wenn das funktioniert, Big Bronx, kann man mal testen. The Optimus. Unter der Woche streame ich immer um 20 Uhr. Nicht jeden Tag, derzeit jeden zweiten Tag, weil wir Fallout Shelter streamen. Normalerweise ist Unterwache mittwochs 20 Uhr und Samstag dann ab Nachmittag. Ich versuche aber jetzt ein bisschen öfters zu streamen. Das Problem ist, ich muss auch nebenbei aufnehmen, aber ich muss nicht, ich kann und ich will. 1000 Kronkorken, Bibi? Nee. Was ist, warum? Hä? 2000? Haben die das gepatcht? Exakt 5000? Sag bloß, jetzt kann man nur noch maximal 5000 Kronkorken holen. Das tut ihr mir jetzt nicht an, oder? Wieso kriegen die alle so Billigbeträge? Was soll denn das? Gott, ich krieg Panik. Alle haben so Billigbeträge. Oh, 6000. Aber 6000 für Lord Zero, für Achim? Das ist echt ein bisschen wenig. Gut, du hast den Schlafanzug an, aber egal. 6000. Ich verstehe das nicht. 4000. Aber dafür richtig coole Sachen, also nice. Kabuki-Mann 7000. Terry Tyrone wird jetzt spannend. Er ist insgesamt 3 Tage und 9 Stunden gelaufen. 10.000 Kronkorken, also normalerweise bringt er auch mehr mit. Also irgendwas ist da passiert. Normalerweise bringen die tatsächlich mehr Geld mit. Könnte ein Bug sein. Es ist möglich, Axon. Es ist möglich, dass ab einem bestimmten Punkt die Leute einfach keine Kronkorken mehr eingesammelt haben. Oder anscheinend gar nichts mehr eingesammelt haben. 12 Kronkorken. Hm. Keine Ahnung. Komisch. Okay. Bam. 20 Stunden. Das ist der Hammer, Alter. Das ist der Hammer. Aus 3 Tagen und 9 Stunden wurden 20 Stunden. Und er hat nur einen Hund mit mal 2 Ödlern Rückkehrgeschwindigkeit. Stellt euch vor, was passieren würde, wenn wir mal 4 hätten. Oh mein Gott. Das wäre richtig cool. 9000 Kronkorken. Sehr schön. Ach ja, dich wollte ich ja zurückschicken. Das läuft ja schon wieder los. Axel, die Vault ist sowieso jedes immer in der Cloud gespeichert. Ich habe nämlich Angst, dass da irgendwas mal passiert, dass irgendwie mein Tablet runterfällt und kaputt geht oder so. Deswegen speichere ich immer das Ganze in die Cloud. Ja, der Optimus ist schon nicht schlecht. Optimus fragt, wie ich das Update finde. Und ich finde, es ist wirklich nicht schlecht. Ich meine, man hätte mehr draus machen können. Definitiv. Man hätte mehr aus diesem Spiel machen können durch ein Update. Vielleicht kommt auch noch mehr. Was ich jetzt wirklich derzeit schade finde, ist, dass es sind halt Ödländer und Raider, die angreifen. Ich meine, früher, damals, als wir angefangen haben, gab es nur Raider. Was schon echt schade war. Jetzt haben wir halt 2 Sachen und das Spiel ist jetzt 1 Jahr alt, also.
Ja, vielleicht kommt noch was. Ich hoffe sehr. Urban, heute werden auf jeden Fall noch Ödländer rausgeschickt. Wir müssen tatsächlich heute auch Ödländer rausschicken, sonst haben wir beim nächsten Mal nichts. So. Öffnen wir erstmal die Lunchbox, ne? Ein Globus. Energie. Kronkorken. Ja, Supermutanten-Axon. Es fehlt alles möglich. Jeder kann angreifen. Es können auch ruhig mal Kackbratzen angreifen. Für all diejenigen, die meine Fallout-Let's Plays nicht gucken. Kackbratzen sind Yaogawi. Ich kann sie so schlecht aussprechen, dass ich sie Kackbratzen nenne. Und ja, es kann eigentlich alles Mögliche kommen. Es können auch ruhig mal Kackbratzen irgendwie aus dem Boden rausgestampft kommen. Ich wäre zufrieden, wenn nur eine rauskommt. Weil die so stark sind. Das wäre mal eine Alternative zu den Todeskrallen, dass die einfach mal aus dem Boden rauskommen, die Kackbratzen und sich einen Keks freuen. Skorpione können auch ruhig mal ausbrechen. Ein bisschen Vielfalt wäre schon nicht schlecht. Das hört sich scheiße an. Oh, eine amerikanische Kurzhaarkatze. Plus 9% Ödland-Kronkorken. Hörte sich scheiße an, aber wir haben ein Kätzchen bekommen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Nice. Jiao Guai. Was? Wer denkt sich sowas aus? Das ist ein Bär. Wieso nennt man einen Bär Jiao Guai? Waren das die Japaner oder was weiß ich? Wie war das nochmal? Waren das die Japaner, die da angegriffen haben oder die schlussendlich den Krieg beendet haben? Oder die, keine Ahnung, ich sag einfach Japaner. Sind die irgendwie mal ins Land gegangen, haben den Bären gesehen und haben gesagt, Yaogwai! Yaogwai! Und keiner hat verstanden, was es ist und da dachten sie, ach, das ist bestimmt der Name für das Viech. Ich habe keine Ahnung, wer denkt sich sowas aus? So, Niki möchte ein Tier haben. Ja, wieso nicht? Wo bist du denn? Wir gucken erstmal, wo du bist, Niki. Niki, da bist du ja. Du bist in der Lounge. Ja, selbstverständlich kannst du ein Tier haben. Du kannst Bob haben. Super. Klasse. Vor allem 9% Ödland-Kronkorken. Hier war 21%, Alter. Ansonsten kannst du gerne die Red Heilungsgeschwindigkeit haben, weil wir die überhaupt gar nicht brauchen. Die Chinesen, genau. Genau. So. Iggy, du suchst dir einen aus. Du kannst, Wieso hat jeder von denen einen Namen, außer die amerikanische Kurzhaar? Wieso hat die keinen Namen? Ach so, aus den Lunchboxen bekommt man nur Billigzeug. Ja, danke. Cool. Ja, Niklas hat recht. Was ist, wenn es gar nicht die Chinesen waren, sondern die Japaner? Könnt ihr sie unterscheiden? Könnt ihr die Japaner zwischen den Chinesen unterscheiden? Ich könnte es nicht. So. Feuer! Sogar im richtigen Raum. Ich bin begeistert. Sehr schön. Komm, hilf ihm mal. Wieso bist du so traurig? Was soll das? Zilord, hä? Hä? Wie viel Prozent hattest du denn? Auf 76 runtergegangen? Geht das überhaupt? Keine Ahnung. Was ist eigentlich für eine Waffe? Ach so. Stimmt. Bis wir eine bessere für dich bauen können, ne? Max Urban, wir vergeben maximal ein Tier pro Folge. Das heißt, du musst bis Mittwoch warten. Dann darfst du gerne wieder ein Tier haben. Niklas, ich finde das alles sowieso ein bisschen übertrieben. Chinesen, Japaner, Deutsche, Europäer. Hast du nicht gesehen? Wozu? Wozu müssen wir andere in irgendwelche Nationalitäten verwandeln quasi? Nur um sie damit identifizieren zu können. Was?
Europäer. Es reicht auch, wenn du sagst, hey, guck dir den Dude an. Dann musst du nicht sagen, guck dir mal die Chinesen an. Es reicht auch, wenn du sagst, guck dir den Dude an. Im Endeffekt ist das eigentlich irgendwo schon beleidigend, wenn du irgendwo in einem anderen Land bist und da kommt einer an und sagt, hey, guck mal, Europäer. Gut, man muss dazu sagen, egal welches Land bei jemand anderen zu Besuch ist, es gibt immer Ärger. Weil ich bin jetzt hier in Deutschland, ab und zu, ich wohne ja in einer Stadt, die, als Tipp jetzt nochmal für euch, ich wohne in einer Stadt, die sehr viele Touristen hat und dann guckt man sich sie an und denkt nur einfach, wieso benehmen die sich so scheiße, die sind in unserem Land, weißt du? Und dann fahre ich als Deutscher, fahre nach Prag mit meinen Freunden und bin genauso drauf. Also im Endeffekt können wir uns eigentlich nicht beschweren, dass andere irgendwie einfach Spaß haben. Weil genau so handeln wir auch. So. Aber wir wollen ja jetzt hier spielen. Ich bin hier schon wieder am Quatschen. Ich quatsche zu viel. Das ist nicht gut. Wir müssen hier noch drei Ödländer reinschicken. Ach so, deswegen haben wir sie nicht reingeschickt. Stimmt ja. Weißt du, oh nein, jetzt muss ich hier nochmal rumfummeln, ey. Wir haben noch 15. Axon, Hilfe, was? Okay, Axel braucht Hilfe. Ich bin auf jeden Fall aufmerksam. Ich habe sie verkauft. Bin ich dämlich? Aber wir haben hier noch drei. Ich brauche vier Stück. Den Müll behalten wir mal. So, die Klamotten können ja jetzt weg. Eins. Komm schon, gib mir vier, bitte. Zwei. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ich habe Hoffnung. Drei, okay. Wir haben es so gut wie geschafft. Alles gar kein Problem, Leute. Wir haben es eigentlich geschafft. Ich meine, die anderen werden ja wohl irgendwo eine Waffe haben. Ich hoffe es wirklich sehr. So, wir müssen erstmal wieder Zeug verkaufen. Wir gehen jetzt hier erst. Was? Achso, sammle. Was? Sammle Outfits. Ich werde mich gleich nach der Folge ein bisschen selbst penetrieren dafür, dass ich das verkackt habe. The Optimus LP. Tatsächlich spiele ich Bloodborne. Auch im Stream. Wir haben eigentlich immer mittwochs Bloodborne gespielt. Das Problem ist einfach, wir haben angefangen, Fallout Shelter wieder zu spielen. Wir werden jetzt noch Fallout Shelter spielen, bis die Lunchboxen weg sind. Und dann geht Fallout Shelter wieder in die Pause und dann haben wir auch mehr Zeit, andere Sachen zu streamen. Ich versuche irgendwie noch die Tage Bloodborne irgendwie wieder reinzuschmuggeln, aber es ist schwer, es ist schwer. Wieso dürfen die Prager nicht Deutsche sagen? Ich werde es gleich erfahren. Wir müssen Klamotten sammeln, Leute. Wir müssen Klamotten sammeln. Shit! Bin auch so doof, ey. Schlagt mich einfach, bitte. Kommt zu mir nach Hause, Leute, und schlagt mich einfach. Ihr seid dazu eingeladen, meinen Standort zu finden und mich zu schlagen. Abgemacht. Abgemacht. So. Schlafanzüge. Panzerte Waldanzug. Ödland hast du nicht gesehen. Das kennen wir. Wir müssen noch die Metallrüstung abgeben, ne? Brauchen wir auch nicht mehr. Das kann auch weg. So, ein Metallanzug für... Wer ist der erste Nackte, den ich sehe? Glifo. Glifo, du bekommst heute deinen Anzug. Bitteschön. Jetzt haben wir schon ganz viele Ödländer, die verkleidet sind.
Ich verstehe nicht, worauf du hinaus willst, Axon. Ich meine, ich weiß, dass du das im Zusammenhang jetzt verbindest mit dem, was ich gesagt habe, dass es irgendwie komisch ist, dass man alles in Nationalitäten einteilt. Aber man kann doch einfach sagen, guckt euch die Penner von Ausländern an. Stade ist es nicht. Big Bronx, Stade ist es nicht. Tut mir leid. Ich erwähne es nochmal, nahe Hamburg. Nahe Hamburg wohne ich. Da sind viele Touristen. Ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn ihr wisst, in welcher Stadt ich wohne. Weil im Endeffekt wisst ihr nicht, in welcher Straße ich wohne. Und daher ist alles gut. Es sei denn, einer von euch wohnt in meiner Stadt und sieht mich eines Tages auf der Straße und verfolgt mich. Dann wäre das ein bisschen blöd. Aber schlussendlich würde er mich ja so oder so sehen. Ob er jetzt wüsste, dass ich in der Stadt wohne oder nicht. Naja. Wir müssen arbeiten, Leute. Klamotten sammeln. Und auf jeden Fall eine 44er. Ganz, ganz dringend. Komm schon. Guck das jetzt nicht an, dass du jetzt keine 44er hast. Tobild! Bist ein guter Mann. Du bist ein guter Mann. So. Wir haben jetzt hier sowieso noch einen frei. Da sammeln wir auch mal alle Waffen ein. Und dann geben wir gleich mal die 44er ab, wenn wir die Quest beenden. Hab gar nicht mehr dran gedacht. Einfach vor lauter Freude vergessen. So, ich würde sagen, das geben wir dem Intelligenzbestien. Da wird sowieso jetzt großartig nicht viel passieren mit den 44er. 44. So, wir haben jetzt genau 19 Stück, ne? Stimmt. Es hat genau hingehauen. Hoffentlich funktionieren die wirklich alle. Wenn jetzt nicht alle funktionieren, dann die sind ein bisschen blöd. Du hast überhaupt gar keine Waffe. Das ist ja ungünstig. Ist schon irgendwo ein bisschen blöd, den ganzen Leuten erstmal die Billigwaffen zu geben. 3 Schaden, ich meine. Was ist denn das für eine Quest? Wenn es so ein Late-Game-Quest wäre, hätte ich eher so am Plasma-Gewehr gedacht. Gut, 19 Plasma-Gewehre zu bekommen ist natürlich ein bisschen schwerer. Aber die hätten bloß auf 6 Plasma-Gewehre machen können. Wäre doch easy. Ich hoffe, es reicht. Die Musik sagt mir gerade, es reicht nicht. Aha, du hast schon eine. Du kriegst keine mehr. Vier Stück noch. Wie viel haben wir? Steht da nicht drauf, ne? Ich hoffe nur, es reicht. Auf jeden Fall sollte da mal was ausbrechen, werden wir definitiv den Leuten nacheinander ihre Waffen wiedergeben. Ansonsten werden diese Intelligenzbestien meine Versuchskaninchen, wenn es ums Questen geht. Oh, ich dachte schon, ich habe keine mehr. Oh. Ah, soll ich das sagen, wie viele Kilometer? Ich sag euch, wie viele Kilometer es nicht sind. 30 Kilometer sind es nicht. Also es ist über 30 Kilometer entfernt von Hamburg. Es ist nicht direkt in der Nähe. Aber ich werde bald irgendwann nach Hamburg ziehen. Dann ist es in Hamburg. Und dann ist Hamburg so groß, dass es mir eigentlich egal sein kann, ob ihr wisst, dass ich in Hamburg wohne. So. Töte 9 Raider ohne Waffen. Pff, easy going, Alter. Sollen die mal angetanzt kommen, dann kriegen die aber richtig aufs Maul. Ich werde es höchstwahrscheinlich vergessen. Deswegen, ja. Pech gehabt. So. Schicken wir Ödländer raus? Wir schicken Ödländer raus, ja. Tobild, du wirst erstmal stärker trainieren, wenn du schon mal hier in der Nähe bist. So. Dann haben wir noch jemanden in der Nähe und das ist definitiv Coop IP. Und ja, komm, stärker. Komm, was soll's. So, wir schicken raus. Wie viele Leute können wir noch rausschicken? 10 Leute können wir nur rausschicken. 15 laufen derzeit zurück. Da haben wir noch einen freiwilligen Kandidaten. Cool. Wir jetzt schon freiwillig zu mir, damit sie hier reinkommen können. P. P ist gut. So, wir schnappen uns einfach mal den King Julian. Der wird jetzt einfach mal rausgehen. Das war somit Nummer 1.
Niklas, ich habe noch nie gesagt, in welcher Stadt ich lebe. Ich habe nur gesagt, ich wohne in der Nähe von Hamburg. Und es ist mindestens 30 Kilometer von Hamburg entfernt. Mehr habe ich nicht gesagt und mehr werde ich nicht sagen. Niklas, nein. Aus, pfui. Böser Mod. Ganz, ganz... Oh, scheiße, sie liegt am Boden. Hoppala. Fast wäre er verwest. Faust. 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 Das ist ein Fatman, keine Faust. Okay, sie sind drin. Gar kein Problem. Ihr kriegt das hin, Jungs, ja? Ich vertraue euch. Wir entfernen vorsichtshalber von diesen Leuten auch nochmal. Ich muss auf das Leben achten, ne? Von diesen Leuten auch nochmal die Waffen. Die werden höchstwahrscheinlich sehr weit laufen. Einen haben wir umgebracht, das ist gut. Sobald sie in diesem einen Raum hier angekommen sind, den ich gerade leer mache, werden wir den nächsten Raum direkt auch nochmal leer machen. Weil es dauert von lange, sie leer zu machen, ne? Wie viel leben noch? Oh Gott, Leute. Reckt mich hier doch nicht. Mr. Handy kackt gleich ab. Und der ist abgekackt. Zwei Leute, drei Leute sind tot. Und zwei von den Raidern sind noch übrig. Und tschüss. Okay, wir sollten den nächsten Raum clearen. Die laufen ja hier direkt zu den Ödländern, ne? Ist natürlich ein bisschen blöd. Oh nein. Scheiße, ich muss auf das Leben achten, ne? Ah, ich kann den Ödlern die Waffen nicht wegnehmen. Niklas, das war doch nur Spaß, weißt du doch. Ach, die laufen nochmal zurück, stimmt ja. Jetzt tötet den letzten Raider. Jungs. Wie die einfach allesamt an einem Raider krepieren. Na komm, da dürft ihr sie nicht durchkommen, ne? Wenn sie da durchkommt, ist mir das egal. Da, sie kommt endlich. Ja, die Spartans sind sehr, sehr unhappy, weil sie ständig sterben. Das gehört zu ihrem Job dazu. Rotenburg ist es nicht. Rotenburg ist es nicht. Ehrlich gesagt kenne ich nicht mal Rotenburg. Sagt mir nichts. Sammeln. Jawohl. 160 Leute noch. Und ihr? Dreck. Oh, jetzt laufen die ganzen Spartans weg. Auf jeden Fall ist ein Türsteher da dabei. Olaf. Olaf, der Türsteher. Aber dann fehlt da doch einer. Was fehlt denn da? Och Mann, die Spartans. Das ist... Davidal? Evrim, bist du ein Spartan gewesen? Wer zum Teufel bist du? Hier Schaden. Ach nee, du gehörst da. Du gehörst hier rein. Mit Olaf zusammen. Klar, logisch. Aber wo ist der letzte Spartan? Hier sind ja drei, das ist ganz normal. Wo ist der Spartan? Wer ist es denn? Wer ist es denn? Es ist Bomi. Ist Bomi steht da? Nee, das ist Big Bronx. Bomi? Bomi?
Es ist Spomi. Spomi ist verschwunden. Spomi! Bin ich nicht in Ordnung von dir? Kaffeepause. Einer der ersten, der abgehauen ist. So. Da haben wir Zombie-Suru-Guy, der soll rumlaufen, das ist in Ordnung. Wir müssen Spartans rausschicken, ne? Spartans, sag ich schon, Ödländer. So, Fallout Boy. Marschieren Sie mal los. Wir können ja sowieso nicht alle rausschicken, das ist ganz gut, wir können die anderen wenigstens trainieren. Oh, geben wir die mal 10 mit, ne? Dann haben wir Encore, der kann ruhig auch mal rausgehen, der hat genug E gesammelt. Somit wären wir bei 3. Hab ich den jetzt rausgeschickt? Ja. Halt nicht mehr Klamotten, nicht mehr eine ordentliche Waffe. Ach, die würde sich schon finden. Ich bin ganz positiv, auf jeden Fall, dass er das finden wird, was er sucht. So, Niklas, du siehst ja eigentlich ganz gut aus. Ich lass dich nochmal weiter trainieren, ja? Max Obern möchte natürlich wahrscheinlich rausgehen, ne? Niklas, also für mich ist es eine kleine Stadt. Für mich, weil ich hier halt aufgewachsen bin, ist es eine kleine Stadt. Ich würde sie als mittelgroß bezeichnen. Mittelgroß. Also, man kann sie schon als Stadt bezeichnen, aber kein Dorf. Sagen wir es so. So. Es ist halt schon eine größere Stadt. Also, es ist eine auffällige große Stadt. Das kann ich euch sagen. Nee, wenn ich euch jetzt noch mehr Tipps gebe, dann wäre das zu einfach. Es wäre zu einfach, wenn ich euch noch mehr Tipps geben würde. Es geht nicht. The Optimus! Du willst wahrscheinlich auch rausgehen, ne? So, 25, gibt da mal 5 mit. Dann haben wir, wir brauchen ganz viele E's, ne? Irgendwo der E voll hat. Hat einer von euch noch E voll? Der einzige ist Niklas, ne? Ja, gut, dann müssen wir improvisieren. Wie lange braucht ihr noch? 3 Minuten, das ist mir zu weit. Zu lang. 4%, alter Schwede. Elmshorn, nein, kenne ich aber. Kenne ich. Ich kenne Elmshorn. Ja, Elmshorn kenne ich. Es ist aber nicht Elmshorn. Elze habe ich nie von gehört. Ich arbeite nicht in der Stadt, aber ich werde jetzt nicht sagen, wo ich arbeite, weil man muss nur 1+1 zusammenzählen wie Mercedes plus Stadt. Das muss wohl die Filiale in der Stadt sein. Deswegen kann ich das euch jetzt nicht sagen, wo ich arbeite. Ist halt doch schon eine andere Nummer. Der Arbeit sollte halt niemand auftauchen. Das wäre mir doch ein bisschen zu blöd. Aber ich arbeite in einer anderen Stadt. Definitiv. In der Stadt, in der ich arbeite, die ist circa 25 Kilometer entfernt von meiner Stadt. Das heißt, ich pendel jeden Tag 25 Kilometer dahin. Münster ist es nicht. Münster ist es auch nicht. So, ihr habt auch nicht mehr lange Zeit. Wir haben nämlich nur noch 5 Ödländer rauszuschicken. Und ich glaube, dann ist die Folge auch schon wieder vorbei. Yep. Schon ein bisschen überzogen. Moin, Oppelpoppel. Oh, cool. Weißt du was, Niklas, da du jetzt hier deinen Punkt gemacht hast, geh einfach raus. Hab Spaß. Du brauchst nicht mal das Zeug. Das ist ganz gut. Übrigens haben wir gerade einen Unfall gebaut, deswegen haben wir einen Unfall mehr. Dann schicken wir dich einfach mal raus. Der Momo. Mit hier muss ich. Ja, komm, hier, nimm 10 mit. Du hast so wenig eh. Dann schicken wir raus den Axon, der heute sowieso wiedergekommen ist. Das war scheiße. Lüneburg ist es auch nicht. Es tut mir leid, Lüneburg ist es auch nicht. Kenne ich aber auch die Stadt. Ich kenne sie. Es ist halt wirklich nicht leicht. Es ist nicht leicht herauszufinden, wo ich wohne.
kann nur sagen, probiert es. Gut, die anderen warten. Die Frau lassen wir sowieso warten, weil sie quasi unsere Reserve ist. Toby Crowboy wird jetzt aus rausgehen. Mit seinem Schnurrbart. Ich finde, sein Schnurrbart und die Katze, die passen irgendwie zusammen. Keine Ahnung, wieso. Ich weiß nicht, das harmoniert irgendwie ein bisschen. Versuch noch einen Tempomodus, komm. Ich versuche noch einen Tempomodus. Wie viele Ödländer haben wir noch zum Rausschicken? Hä, wieso lande ich da unten? Drei Ödländer, das heißt, wir bräuchten noch circa, also zwei Ödländer, weil einer rennt gerade raus. Kann man die Hautfarbe ändern? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, die Hautfarbe konnte man nicht ändern. Aber ich kann dir einfach eine andere Figur geben. So einfach ist es. So. 24% dürfte ja wohl hinzukriegen sein. Okay. Komm, wir riskieren es einfach nochmal. Scheiß im Unfall. Ja, sehr schön. Okay. Dann schicken wir nämlich noch raus den Speckles. Aber eins muss man dazu sagen, Stimpacts haben ohne Ende. Junge, Junge, Junge. 10. Und zum Schluss der Marlon. So. Somit haben wir alle rausgeschickt. Ich glaube, wir haben sowieso schon übelste Überlänge. Deswegen würde ich sagen, gebe ich ihm jetzt mal 15 mit und... Bitte was? Schon? Ja gut, Marlon, tut mir leid, beim nächsten Mal. Nicht in Bielefeld, nein, Bielefeld ist zu weit weg. Zu weit weg. Na gut, Freunde, wir haben es soweit geschafft. Das war die heutige Folge und der heutige Stream. Ich verabschiede mich schon mal von euch YouTube-Zuschauern. Gleich im Stream können wir noch gerne noch ein bisschen quatschen. Wir sehen uns morgen wieder bei Fallout Shelter oder heute um 20 Uhr, je nachdem, wo ihr gerade seid. Auf Twitch oder auf YouTube. Haut rein, euer Zero. Tschüss.